Der Vulkan Stromboli auf den Liparischen Inseln in Italien ist am Sonntag spektakulär ausgebrochen. Schreckmomente für die Anwohner, die das Naturspektakel mit der Kamera festhielten. Nach mehreren Tagen relativ starker Tätigkeit ist da ein Lavastrom losgegangen von einem der Gipfelkrater. Und gleichzeitig ist ein Teil des Kraterrandes weggebrochen und hat dabei heiße Gesteins- und Gaslawinen verursacht, sogenannte pyroklastische Ströme, die dann auch das Meer erreicht haben. Und etwas später ist dann der Lavastrom den Abhang der sogenannten Feuerrutsche, Cerro del Fuoco, heruntergegangen, hat nach anderthalb Stunden etwa das Meer erreicht. Und das ist immer noch im Gang. Es sind auch noch weitere pyroklastische Ströme ausgelöst worden. Offensichtlich ist der ganze Abhang sehr instabil. Die Aktivität bleibt weiterhin bestehen. Die Experten überwachen daher die süditalienischen Vulkane rund um die Uhr. Der Stromboli gilt neben dem Ätna auf Sizilien zu den aktivsten Vulkanen unserer Erde.